News der Woche, Halloween Time. Im Tierarten Nürnberg wird gebaut und knapp 70.000 BesucherInnen auf der Consumenta in Nürnberg. Für irgendeinen Zombie. Egal. Und dann bleiben sie immer herein. Wir spielen nicht alleine. Ich glaube, ich brauche eine neue Unterhose. Wow! Ja, Jan, mal. Weihnachten haben wir aber noch nicht. Auftrag gleich aufgedeckt. Nein. Die haben wieder die Auswahl. A, B oder C. Ist der Junge betrunken? Nein. Ah, streamt es gerade. Oh, Holz, was ich dir eigentlich geben wollte, im Schneegebiet ist. Ja, schaut sehr gerne heute Abend in den Stream herein. Ab 18 Uhr geht echt los. Ich kann vielleicht ein bisschen sein, dass ich vielleicht ein bisschen mich verspäte, weil ich heute noch für mich morgen, für euch heute, ich dann noch auch der Arbeit sein muss. Aber ich werde versuchen, so schnell wie möglich nach Hause zu reisen und pünktlich um 18 Uhr den Stream zu starten. In Nürnberger Tiergarten wird es bald zu Bauarbeiten kommen am Delfingehege. Deswegen muss mit einer Vorsicht gearbeitet werden, weil es an den Beckenränder und Wände nicht gut abgedichtet wurde und ich in den vergangenen Jahren zu Probleme kam, wird so gut wie möglich saniert. Es wird oft oder täglich überprüft, ob bei den Tieren alles noch gut ist, ob die irgendwelche Schäden davon traten. Wenn echt der Fall sein sollte, werden die Baumaßnahme eingestellt oder auch gestoppt und in dem Fall umgedacht. Mal schauen, wie das alles aussieht, weil Delfine haben ein sehr großes Hörempfinden als wir Menschen und können deutlich andere Sachen wieder besser hören als wir und der Hahn könnte zu Problemen führen. Ich hoffe mal für das Beste für die Tiere, dass der Fall nicht sein sollte, dass alles gut verläuft. Und dann hoffe ich mal, dass echt so schnell wie möglich alles vorüber ist. Knapp 70.000 BesucherInnen haben dieses Jahr die Consumenta in der Messehalle von Nürnberg besucht. Die Messe richtet an alle Personen, die Erfindung etwa an ihren Eigenheim oder auch ein Tier anschaffen möchte. Die Consumenta gibt seit ca. 70 Jahren. Die Messe freut sich auf den nächsten Besuch vom 28.10. bis 5.11.2023. Ja, und das waren auch schon wieder die News der Woche für diese Woche. Ich hoffe, euch hat echt sehr gefallen. Und ja, wir sehen uns in einer Woche wieder bei den nächsten News der Woche. Und bis dahin, macht gut, bleibt gesund. Wir sehen uns. Bis dann. Bye bye.